Wir wollen jetzt auch noch über ein paar andere Themen sprechen. Und zwar über Aktien. Also ich habe jetzt hier ein paar Aktien auch mal beobachtet, auch auf deinen Anraten hin, einfach mal gucken, was da passiert. Und eigentlich wollte ich ja Bitcoin kaufen vor ein paar Wochen, weil du auch gesagt hast, ja, kauf Bitcoin. Und habe dich ja auch gefragt, ja, jetzt ist der Kurs gerade wieder ein bisschen unten. Der ist vor, ich glaube, 2 Wochen ungefähr ein bisschen runtergegangen, so auf 38.000. Und da war ich jetzt schon wieder zu langsam, habe gepennt, habe andere Sachen gemacht und jetzt ist es auf einmal schon wieder bei 46, 48. Was ist Genau, denn da jetzt los? ich rechne ja immer in Dollar, weil ich mich da besser orientieren kann. Aber am 21. Februar, noch gar nicht so lange her, war Bitcoin auf dem Höchstkurs von 58.000. Und dann ist ja 2 Wochen lang die Börse überall ziemlich runtergegangen. Also eigentlich fast alle Aktien, Tesla, Apple und so weiter. Und dann war eben auch der Bitcoin zwischendurch auf 43.000, ja, was ja echt schon ziemlich günstig ist. Ja, Und okay, dann waren dann. natürlich da die ganzen Bitcoin-Skeptiker wieder am Start und so, haha, wir wussten ja, Bitcoin ist eine Blase und so weiter, ja. So, 2 Wochen später, Bitcoin heute aktuell wieder auf 57.000. Und wenn du dir halt einfach mal den Chart von so einem Jahr anguckst oder von 2 Jahren, dann war halt Bitcoin vor genau 2 Jahren auf 3.900 oder auf 4.000 halt grob. Das heißt, es hat sich jetzt vervierzehnfacht in 2 Jahren. Und wenn dann halt auf dem Weg dahin halt mal eine Delle drin ist, wo das dann halt mal ein bisschen weniger wert ist, das ist ja irgendwie relativ normal. Von daher irgendwie einfach die Ruhe bewahren. Aber tatsächlich habe ich jetzt in der Zeit jetzt auch gar nicht so großartig nachgekauft, weil ich noch andere quasi Bitcoin-verwandte Aktien habe. Und zwar gibt es ja diese ganzen Startups, die sozusagen, oder Companies, die halt quasi dieses Mining betreiben, ja. Also halt die quasi, ne, dieses Schürfen machen. Und das ist halt total krass, weil deren Aktienkurs, der korreliert noch dreimal so stark mit dem Bitcoin-Preis. Weil bei denen ist ja so, die schürfen ja Bitcoin, ja. Das heißt, wenn der Bitcoin jetzt viel wert ist, dann wird das, was sie schürfen, halt noch viel, viel mehr wert, sozusagen. Also als deren Gewinn steigt dann halt exorbitant. Und wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann haben sie halt ein Riesenproblem, ja. Weil quasi ihre Kosten fürs Schürfen sind mehr oder weniger immer gleich. Halt Computer und so weiter, Computerstrom. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn jetzt halt irgendwie sie jetzt bei einem Bitcoin-Preis X jetzt irgendwie eine kleine Marge hätten, dann x-facht sich halt die Marge auf einmal, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Und wenn der Bitcoin-Preis halt sinkt, dann könnten sie halt sogar schon Verluste machen, irgendwie, ja. Weil Das die heißt, die Fixkosten halt bleiben, Genau, klar. die reagieren total stark drauf. Und da habe ich irgendwie zwei davon im Portfolio. Die einen heißen Riot Blockchain und die anderen heißen Marathon Patent Group. Und da ist das Spannende eben, dass genau ich die relativ teuer gekauft habe. Dann sind sie erstmal mega abgeschmiert, ja. Also mit dem Bitcoin zusammen. Das heißt, wenn der Bitcoin zum Beispiel um 4% sinkt, dann sinkt halt sowas um 20% gleich, ja. Aber genauso wie jetzt der Bitcoin halt wieder gestiegen ist, sind halt die Aktien zum Teil pro Tag dann wieder um 30% gestiegen, ja. Das heißt, mit diesen Aktien gehe ich quasi halt noch mehr Risiko ein, als Bitcoin ohnehin schon ist, ja. Und da kann man sich, also muss man sich quasi auf so eine Achterbahnfahrt einstellen. Das ist von daher immer so ganz lustig zu beurteilen. Und so ein bisschen, naja, übel wird einem dann irgendwie schon, wenn man denkt, so sieht, oh, ups, innerhalb von ein paar Tagen irgendwie halbiert. Aber genauso schnell verdoppelt sich es halt auch wieder. Von daher einfach ganz interessant, neben Bitcoin eben auch diese quasi Bitcoin-verwandten Aktien auch noch im Portfolio zu haben. Also jetzt hätte ich mal so eine ganz konkrete, praktische Frage. Also ich habe mir jetzt ja diesen Kraken-Account angelegt und ich glaube, bei diesen Aktiendepots kann man zum Beispiel einstellen, bitte Aktien kaufen, wenn der Kurs da und da steht. Geht es da bei Bitcoin auch? Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Lust, jetzt jeden Tag diesen Chart zu beobachten oder zu gucken, wann ist denn wieder so eine Delle drin, dass man da zuschlagen kann. Kann man das bei diesem Kraken-Account oder bei irgendwelchen anderen Bitcoin, wie nennt man das, Konten Ja, einstellen? Bitcoin, genau, Exchanges oder Wallets. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, weil ich tatsächlich irgendwie 10-mal am Tag mir diese Kurse anschaue. Aber ich glaube, es müsste eigentlich möglich sein. Es gibt auch Leute, die sagen im Prinzip, nehmen wir an, du wolltest jetzt unbedingt 10.000 Euro in Bitcoin investieren. Über 20 Tage zum Beispiel. Da gibt es eben auch Leute, die würden einfach jeden Tag 500 Euro investieren. Immer zum tagesaktuellen Preis, weil du dann eine Art Durchschnitt hast. Das heißt, an manchen Tagen kaufst du halt irgendwie total billig ein, an anderen Tagen wieder total teuer. Aber dann hast du halt so einen ganz, ganz guten Schnitt über die Zeit. Anstatt dass du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt irgendwie 10.000 gekauft bei einem Preis von 50.000 und dann ist das Ganze wieder auf 35.000 abgeschmiert oder sowas, dann ärgerst du dich natürlich total. Und so hast du so eine Art Glättung drin. Also es ist halt auch so eine Strategie, wo du einfach immer so jeden Tag ein bisschen was kaufst. Okay, das ist ja auch eine spannende Strategie. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Hat das einen Namen in der Wirtschaft? Das heißt irgendwie, keine Ahnung, Day Cost Average oder irgend sowas, ja. Aber Das es ist heißt, halt man gerade. erwischt auf jeden Fall irgendwo mal einen billigen Kurs und dann wieder einen teureren Kurs und dann hast du halt die Summe, die du sowieso anlegen wolltest, gut gestreut, also vom Risiko her. Genau, und es macht halt, vielleicht bei Aktien wird es vielleicht nicht so viel Sinn machen, es wird jetzt nicht so viel Sinn machen, vielleicht jeden Tag eine Apple-Aktie zu kaufen. Gut, da zahlt man ja auch noch Gebühren und so weiter. Genau, Das zahlst auch ist Gebühren. ja Die hier zahlst nicht, du, ne? schon, das zahlst auch schon ein bisschen was an Gebühren. Aber einfach dadurch, dass Bitcoin halt so stark schwankt, macht es halt total viel Sinn, da das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Nicht, dass du jetzt irgendwie alles eben zum teuren Preis kaufst und dann halt das Ganze total abschmiert.
Also dieses Averaging macht halt irgendwie da Sinn bei Anleihen, wo halt der Preis total stark schwankt. Aber jetzt bei, keine Ahnung, mit einer Google-Aktie musst du es vielleicht nicht unbedingt machen. Okay, und du hast ja jetzt gesagt, du schaust oft und du beobachtest den Bitcoin-Kurs jetzt schon länger. Woran hängt der jetzt? Also bei den Aktien kann man ja sagen, gut, wenn jetzt eine neue amerikanische Regierung gewählt wird, reagieren die Aktienkurse drauf. Oder ja, auf sowas wie Corona. Oder, also es ist ja für den Otto-Normalverbraucher ein bisschen undurchsichtig, aber schon nachvollziehbar, wo Aktien jetzt dranhängen. Wie ist es denn mit Bitcoin? Woran hängen denn diese starken Schwankungen? Also Bitcoin ist ja keine Firma. Das heißt, die kann jetzt nicht irgendwelche Quartalsergebnisse rausbringen, die halt irgendwie gut oder schlecht waren. Und dann reagiert eben der Aktienkurs drauf. Bei Bitcoin sitzen ja jetzt auch nicht in einem Land, wo die Regierung wechselt, also ein einziges Land, oder hängen jetzt an irgendwelchen Staatsgesetzen von einzelnen Regierungen dran oder so. Genau, also Bitcoin ist ein bisschen von, ja, auch viel von externen Einflüssen abhängig. Aber in den letzten Monaten war es eben total dadurch getrieben, dass zum Beispiel halt diese ganzen institutionellen Investoren eben auch in Bitcoin einsteigen. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt halt wieder so ein Tesla jetzt irgendwie Bitcoin kauft oder eine andere Firma wie PayPal oder Square irgendwie sagt, sie binden jetzt irgendwie entweder Bitcoin irgendwie an, damit man irgendwie damit bezahlen kann oder so, oder sie kaufen selber auch Bitcoin, um es eben selber zu besitzen, dann geht es natürlich total nach oben. Weil die meisten Leute, die Bitcoin haben, die verkaufen ja eigentlich nicht. Das nennt man ja immer dieses Hodeln, ja, dieses HODL. Hodeln, also statt für Hold. Da gab es irgendwie mal so ein Typo und dann nennt man ja, spricht ja immer von Hodl. Aber Bitcoin ist halt insgesamt halt fast wie so ein Kult irgendwie, also quasi wie so ein Internetkult, wie so eine Sekte. Das halt irgendwie alle, die Bitcoin halt besitzen, halt irgendwie das total verteidigen und so weiter. Und jeder, der was gegen Bitcoin sagt, der muss sich total auf einen Shitstorm irgendwie einstellen. Und weil natürlich die einen wirklich inhaltlich von Bitcoin überzeugt sind, zum Teil eben auch ideologisch und irgendwie so Demokratisierung und so weiter. Und die anderen wollen einfach nur reich werden irgendwann und sagen halt, okay, Bitcoin muss auf 1 Million gehen, damit ich morgen in Rente gehen kann. Ich glaube, viele sind irgendwie so ein bisschen dazwischen. Genau, aber das heißt, Bitcoin ist eine ganz große Glaubenssache. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Elon Musk sagt, hey, wir kaufen jetzt Bitcoin für Tesla, dann gibt es halt natürlich total viel Glaube dran. Dann explodiert natürlich die Nachfrage. Also wenn jetzt morgen Elon Musk sagen würde, dass Bitcoin irgendwie totaler Quatsch ist, ja, das wird der Preis sofort um 20% nach unten gehen. Ich muss jetzt gerade mal lachen, weil mir so bei dieser ganzen Ausführung so spontan dieses Bild in den Kopf gekommen ist von lauter Gollums, die ihre Bitcoins horten. So, ah, mein Schatz. Und dann diese Horde wie so Lemminge jedem Thought Leader oder ja, Thought Leader kann man ja hier nicht sagen, aber so jedem, wie kann man die denn nennen, wenn jetzt Tesla oder irgendwie so ein Marktführer da auf Bitcoin einspringt und dann wie so Lemminge hinterherläuft und den Kurs hochtreibt, weil einfach die Nachfrage steigt. Ja, genau. Und es gibt halt wirklich halt so Bitcoin-Influencer halt auch, ja? Die halt einfach so Blogger halt sind, die sprechen halt seit Jahren nur über Bitcoin. Und die werden dir auch alle Argumente sagen können. Ja? Also man redet ja immer an der Börse von Bullen und Bären. Also Bullen sind halt die immer bullish sind und Bären sind ja eher die bearish sind, also eher negativ sind. Ja? Und dann tauschen die immer so ihre Argumente aus. Die Bären halt, warum Bitcoin totaler Quatsch ist und die Bullen halt immer, warum Bitcoin halt irgendwie auf 100 Millionen gehen wird. Und du als Anleger musst dir quasi mal beides anhören und dir quasi so eine Meinung darüber bilden, woran du jetzt halt irgendwie glaubst für deine Investmententscheidung. Aber es gibt jetzt nicht so viele objektive Kriterien. Ich glaube, wahrscheinlich könnte man beiden Stories glauben. Okay, also ist es tatsächlich sowas wie, ob du jetzt an Darwin oder an Kreationismus glaubst, oder? Es hat was mit Vertrauen zu tun. Ne? Also jetzt der Euro, ne? Wenn man nicht an den Euro glauben würde, wenn man zum Beispiel Angst hätte, dass die EU irgendwie zerfällt, ja, wegen irgendwelchen Streitigkeiten, wegen der Impfung oder sonst was, dann hätte man ja auch Angst, dass der Euro dann irgendwann nichts mehr wert ist, ja. Also jede Währung ist ja nur so viel wert wie das System, in dem das Ganze lebt, ja. Wenn du halt irgendwie glaubst, dass das Bitcoin-System halt super stabil ist, dann glaubst du halt auch an den Bitcoin. Und wenn du halt glaubst, dass es halt irgendwie total instabil ist, dann eben nicht, ja. Aber ich bin ja auf der Seite von denen, die halt dran glauben, ja. Also ich rechne fest damit, dass Bitcoin dieses Jahr auf 100.000 geht. Deshalb ist mir eigentlich auch egal, ob ich das jetzt bei $50.000 einkaufe oder bei $40.000 oder bei $60.000, ist mir total egal, weil ich halt glaube, dass es auf 100.000 geht und versuche das halt noch stärker zu hebeln über diese Mining-Firmen. Nehmen wir an, ich würde jetzt irgendwie 20.000 Euro, ich sag mal, in das Thema Bitcoin investieren. Und es verdoppelt sich jetzt irgendwie, ja? Da habe ich aus 20.000 40.000 gemacht. Wenn ich jetzt aber sage, ich stecke irgendwie 10.000 jetzt irgendwie in Bitcoin und es verdoppelt sich, dann werden ja aus den 10 irgendwie 20. Wenn ich aber die anderen 10 in eine von diesen Mining-Firmen eben stecke, dann werden aus den 10 halt nicht 20, sondern eher, keine Ahnung, 40 oder 50, ja? Das heißt, ich hätte dann quasi aus 20 nicht 40 gemacht, wenn ich nur in Bitcoin investieren würde, sondern aus 20 irgendwie 70 gemacht, wenn ich eben auch noch diese Mining-Firmen habe. Aber natürlich mit dem Risiko, dass halt diese Mining-Firmen auch total auf null gehen können, halt noch unsicherer sind. Aber das hat so ein Risiko, was ich da so eben ja, bewusst eingehe. Ja, cool. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran und da werde ich dich auf jeden Fall öfter mal dazu ausfragen. Ich glaube, ich gehe mal nur das kleinere Risiko ein, was du ja eigentlich auch schon als
spekulativ bezeichnet hast und kauf mal Bitcoin, aber dann halt tatsächlich mit dieser Strategie, die du vorhin genannt hast, mit dieser, jeden Tag ein bisschen investieren. Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel 5.000 Euro in Bitcoin investieren wolltest, könntest du jetzt einfach jetzt den Markt beobachten und die nächsten 10 Tage jeden Tag für 500 oder die nächsten 10 Wochen jeden Tag für 500 zum Beispiel. Und dann wird es halt mal Wochen erwischen, wo dann Bitcoin vielleicht schon bei 70.000 ist. Wenn man es halt eh beobachtet und es halt, da kommt halt so eine Delle, dann sieht man die auch, da kann man ja dann halt mal ein bisschen mehr. Ja, genau, ja. Also zum Beispiel jetzt hätte man, wo es diese Delle gab, wo es auf 42.000 runtergegangen ist, da war ich relativ sicher aus meiner Sicht, dass es dann eben auch stark hochgeht. Und da hätte man auf jeden Fall zuschlagen können.